Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind heute im Badezimmer und heute gibt es einen kleinen Trick, wie man vor allem im Gästebadezimmer, wenn man so ein bisschen den Gästen optisch schön herrichten möchte, vielleicht auch die eine oder andere relativ unkomplizierte Deko-Idee hat. Und zwar geht es heute um die Toilettpapierrolle. Ihr kennt das bestimmt alle aus dem Urlaub. Wenn man im Urlaub ist, dann sind die immer so wunderschön gefaltet oder als Zeichen dafür, dass die Reinemachfrau quasi da war, sind dann die Toilettpapierrollen zusammengefaltet. Und heute zeige ich euch, wie das geht. Das ist nämlich ganz einfach und finde ich, gibt dem Bad immer so einen ganz netten Touch irgendwie, wenn man dann reinkommt als Gast. Weil man dann weiß, derjenige hat sich ein bisschen Mühe gemacht, hat richtig sauber gemacht und das ist ja eigentlich als Gast, finde ich, eine sehr schöne Vorstellung. Genau, wir nehmen die Toilettpapierrolle und brauchen eigentlich nur ein Blatt hier. Ich rolle das mal ein bisschen auf, dass man es besser sieht. Das schlagen wir nach oben, das ganze Blatt einfach. Und dann nehmen wir die obere Kante und schlagen die einmal so nach links um, also auf die linke Seite, dass wir hier so ein kleines Dreieck haben. Und dann nehmen wir die obere Ecke und schlagen sie um auf die untere Kante. Machen das quasi einmal fest. Dann haben wir schon unser Dreieck. Dann räumen wir das natürlich wieder um. Haben hier unser Dreieck und damit das Ganze hält, hier ist noch ein kleiner Tipp, das halte ich einmal unter den Wasserhahn, aber unter den geschlossenen Wasserhahn und gebe dem Ganzen so ein kleines Pünktchen sozusagen aus Wasser, dass sich das verbindet und dann bleibt es nämlich schön fest. So, das war's schon und dann hält es jetzt. Das trocknet natürlich, das sieht man am Ende dann nicht mehr so arg und so ist die Toilettpapierrolle fertig und bereit für den Gast. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß damit und ein schönes Gäste-WC.